Ja, erinnere mich morgen daran, dass Tessa sich extra Stunden an der Stange geben lassen soll. Ein hübsches Gesicht und pralle Titten reichen heute nicht mehr. Ich werde es veranlassen, Max. Ach, ist ja nicht mit anzusehen. Können wir höchstens als Lachnummer verwenden. Vielleicht sollten wir irgendwelche Katzenohren aufsetzen und so ein Puschelschwänzchen. Das wäre zu einem Hasen, findest du nicht was? Mir egal. Bin zu zugedröhnt, um darüber nachzudenken. Ich zieh mir jetzt noch eine Leine. Und dann war's das für heute. Ist gut. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß noch. Alles loser. Ach, ich diese Spacken doch hasse. Jetzt noch eine schöne Lein. Ah. Oh. Ja, yes. Ja, das war gut. Bin schon der Geilste. Vielleicht sollte ich doch noch zu einer meiner Schlappen gehen. Moment mal. Was ist denn das? Dreck vor meinem Tresor? Das kann doch nicht. Mein Geld. Mein Geld ist weg. Fuck! Fuck! Das giftet doch nicht. Wen sehe ich denn da? Frisch mit der Fähre angekarrt. Hm? Ja, ich weiß nicht, angekarrt, falscher Ausdruck. Angeschippert passt wohl eher. Aha. Sag mal, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Stell dir mich mal mit dunklen Haaren vor, ohne Pferdeschwanz und Bart. Dieter? Na also, Gerrit. Ich hab dich sofort erkannt. Okay, ein bisschen verändert hast du dich ja auch. Aber wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre? Oh, dürfte hinkommen. Hast du noch deine Schreinerei? Ja, und inzwischen auch noch eine Schmiede. Auf einem Bein läuft das nicht so schlecht. Und ich bin Hobbykriminologe, weißt du? Noch nicht so lange, erst seit meine Nachbarn neben mir eingezogen sind. Die locken dieses Mördergesindel an, wie ein Magnet. Womit wir zu deinem alten Herrn kommen. Hast ihn lange nicht mehr besucht, hm? Nee, ich hab eine Zeit lang auf der Straße zugebracht. Hauptsächlich in Hamburg. Wir hatten auch gar keinen Kontakt mehr, seit Mama nicht mehr ist. Das war ein Schock für uns alle. Ich hab deine Mutter sehr gemocht. Papa und ich haben uns ja kurz nach ihrem Tod entzweit. Er mochte meine Freundin nicht und war gegen unsere Ehe. Jo, leider hat er mit ihr recht behalten. Ja, ich besuch den alten Haudegen von Zeit zu Zeit. Er erzählte davon. Deine Ehe ist in die Brüche gegangen, oder? Bis zum verflixten 7. Jahr sind wir erst gar nicht gekommen. 5 werden es wohl nur gewesen sein. Danach hatte ich so meine Probleme mit Alkohol und so. Wohnung verloren und somit ganz am Boden. Oh, schöner Mist. Und wieso hast du dich dann so lange nicht mehr bei deinem alten Herrn gemeldet? Der hatte auch eine schlimme Zeit, weißt du? Seine MS hat ihn leider in den Rollstuhl gebracht. Ja, ich weiß. Ich konnte bisher einfach nicht. Aber ich will mein Leben wieder in den Griff bekommen. Ich habe einen Entzug gemacht. Und erfolgreich, ne? Und telefoniert habe ich auch schon mit meinem Vater. Ich werde eine Weile zu ihm ziehen, ihn etwas unterstützen. Na, das ist ja mal eine schöne Nachricht. Willkommen zurück auf Langeoog. Jo, danke, Dieter. Ich hab nur so gar nichts für meinen Vater. Hast du eine Idee, wo ich hier auf die Schnelle was Schönes bekomme? Nun, er ist ja nicht so für die Glotze, nicht? Aber er liest in der letzten Zeit viel. Ein Buch wäre doch sicherlich das Richtige. Im Zentrum hat mittlerweile ein neuer Buchladen aufgemacht. Lenas Schmökerkoje. Den Laden kann ich dir wirklich empfehlen. Oh ja, danke. Da werde ich mal vorbeisehen. Mach das. Wir sehen uns bald, Gerrit. Jo, bis dann, Dieter. Du, das war schön.
mit dir zu sprechen.